Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Und wie ihr seht, ist es Sims 2. Kein GTA, weil das mein Laptop nicht so gut packt. Und ja, mal so als kleine Info, das hier der Kanal, auf dem das Video kommt. Da werden auch noch weitere Videos folgen. Das ist jetzt ein normaler LP-Kanal. Und ja, ich sag mal, ich freue mich drauf. Ich weiß auch gar nicht. Ich werde noch ein bisschen was erzählen während den Ladezeiten, weil die sind bei Sims 2 relativ lang. Ja, ich würde mal sagen, wir stellen uns hier erstmal eine Nachbarschaft. Ne, Grundstück hätte ich eigentlich ganz gerne. Was nehmen wir denn da? Das hier sieht mir irgendwie so zu langweilig aus. Das ist mir zu merkwürdig. Nehmen wir doch mal das. Ja, nichts Interessantes. So. Vielleicht mal ein bisschen zu dem Kanal. Da werden jetzt wahrscheinlich erstmal täglich nur ein Video erscheinen, und zwar von diesem Projekt. Da ich lange rendern muss, lange uploaden muss und mal gucken. Ich hoffe, das kommt überhaupt noch heute am... Wir müssten heute den 6. haben. Ja, den 6. haben wir. Gut. Oh, da sind die FPS ein bisschen runtergegangen. Guck mal hier, wunderschön. Vielleicht fragen sich jetzt ein paar Leute, warum nicht Sims 3? Erstens, mein PC packt das nicht unbedingt so. Und zweitens finde ich Sims 2 auch ehrlich gesagt besser. Ja, für Lex entschuldige ich mich, aber naja. So. Alter, jetzt wurde ich auf den Desktop geschmissen. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, wieder zurück bei Sims 2. Wo auch sonst. Keine Ahnung, hat mich das Spiel einfach auf den Desktop geworfen. Wir werden einfach nochmal dasselbe nehmen und uns wieder den schönen Ladebildschirm angucken. Wunderschön. Ja, das kennen wir jetzt. So. Wo es hier gerade steht mit den Erweiterungspacks, ich habe 3 Stück drin, und zwar einmal Nightlife, Anna Party Accessoires und Küchen- und Bad-Einrichtungs-Accessoires. Die waren in einem Paket mit dabei. So, scheinbar wurde für eins, ja, mindestens eine Nachbarschaft, das wäre nicht verkehrt. Jo, jetzt kann man sich ja alles Mögliche durchlesen, aber ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Aber wir müssen erstmal eine neue Familie erstellen. Und das meinte ich mit den Sims 2 Ladezeiten. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt irgendwas bewegen seht, aber ihr müsst es eigentlich. Weil meine FPS sind gerade bei 30 eingefroren. Ich weiß nicht, ob ihr den Mauszeiger seht. Auf jeden Fall werden wir uns erstmal eine neue Familie erstellen. Mit idyllischer Musik. Oder auch nicht. Wirkte so. Ja, also nochmal zurück zum Thema. Ich weiß nicht, wie lange das lädt. Ja, war ja klar. Familienname eingeben. Können wir das nicht mal irgendwie unabhängig voneinander machen? Ich erstelle erstmal einen Sim. So. Vorname eingeben. Ach, das ist ja scheiße, die haben alle den gleichen Nachnamen, oder wie? Stimmt, man braucht so ein komisches WG-Dingens da, um das, wie ist das denn, Erweiterungspack oder irgendwie sowas braucht man, glaube ich, dafür. Ist aber egal. Vorname, mache jetzt erstmal mich selber. Fangen wir mit Erwachsener an. Na, eher nicht, wa? So, schauen wir mal. Haben wir denn hier alles? Nicht ganz so viel Auswahl. Ja, das kommt schon eher hin. So, Haarfarbe habe ich eher so. Ach, nehmen wir mal braun. Wo gibt's hier viel Scheiße? Das war ja schon immer so bei Sims. Ordentlich Frisuren gab's ja nie. Was will ich denn mit Hüten? So ein Schrott. Kannst mal raussuchen.
Na, irgendwie nicht, wa? Ja, komm, scheiß drauf. Falls mein Laptop im Hintergrund hört, tut mir leid, aber da kann ich halt nichts für. Was ist er denn hier für einer? Boah, mach das mal weg. Man sollte meinen, es gibt keine normalen Sims. Die sind ja alle so hässlich. Nö, das muss nicht. Ich lasse es einfach mal Standard. Tja, Augen. Was haben wir da? Ach, das ist gar nicht die Augen. Ja, das machen wir so. Was ist das jetzt hier? Ich finde, alles außer Standard sieht immer so furchtbar aus. Ich weiß nicht, was die hier gemacht haben. Leute, keine Ahnung. Wir nehmen das. Ne, das sieht aus, als hätte der Tränensäcke. Ne, komm, wir nehmen Standard. Oh, Feuer. Ich sag doch, alles außer Standard ist hässlich. Ich weiß auch nicht, das war schon immer so bei Sims. Ich bin auch mal gespannt auf Sims 4. Was da noch so alles auf uns zukommt. Ich will es jetzt auch mal Standard lassen. Ich wollte mir jetzt auch gar nicht so großartig viel Zeit für die Erstellung nehmen. Komm, ich lasse es jetzt einfach mal Standard. Nee. Sehe ich gar nicht ein. Make-up trage ich auch nicht. Nee, lass mal. So, kleidungstechnisch, da kommen wir der Sache doch schon näher. Puh, tja. Hier gibt es wenigstens mal ein bisschen was an Auswahl. Ach du Scheiße, was ist das denn, Alter? Nee, lass mal. Tja, Alltagskleidung. Nee, alles nicht so fein. Es gibt doch nur Scheiße, oder? Kann man auch noch individualisieren? Ich glaube nicht. Bei Sims 3 konnte man das ja auch noch einfärben und all sowas. Ich weiß nicht, das ist so eine Sache, die fehlt mir zwar bei Sims 2, aber, ja, tja, dafür fehlen bei Sims 3 halt viele andere Sachen, das ist halt so die Sache. Ich glaube, ich würde auch Sims 3 spielen, wenn ich jetzt meinen Laptop packen würde, definitiv. Tja, nehmen wir aber mal, das ist ja alles irgendwie nicht so cool. Hier sieht man auch schon so, warte halt, stopp zurück. Hier so kleine Icons für die Erweiterungen, das dann dazu kommen. Und warum gibt es eigentlich alles nur aus Kacke? War das hier? Das waren Fertiganzüge. Ne, das möchte ich gar nicht. Man kann hier wohl noch eigene irgendwie wahrscheinlich einfügen, oder? Aber keine Ahnung. Kollekte, Kollektion. Frag mich nicht. Ja, Kraft Dracula, Junge, Pflicht davon. Gib dir. Nein. Definitiv nicht. Nee, passt schon. Ich meine, ich will mich jetzt hier auch nicht zu lange aufhalten. Ja, kriegst du halt irgendeinen, einfach kriegst einen grauen Bademantel, ist mir egal. Wobei ich auch immer dran denken muss, dass ich das bin, aber das ist in Sims 2 sowieso etwas schwieriger. Ach, Unterwäsche, ja, da macht das natürlich keinen Sinn. Gestreift. Na, halten wir uns da mal schlicht. So, Schlafanzug. Ja, Alter. Nee. Und das sind die Ladezeiten in Sims 2, die ich meinte. Die ich gerne mal habe. Ja, nur hampel nicht so rum, das passt schon. So, Badekleidung. Tja. Das kann ich auch eigentlich direkt zulassen. Sportbekleidung. Ich finde es echt schade, dass man hier die Farben nicht individualisieren kann. Finde ich echt ein bisschen schade. So, jetzt gehen wir zur Persönlichkeit über. Ja, das ist mein Sternzeichen. Was haben wir denn hier alles? Laufbahn Spaß, Laufbahn Familie, Romantik, Wissen, Ruhm. Ach, Geld ist nie schlecht.
Für Sims, die nach Ruhm streben, sind vor allem Geld, berufliches Ansehen und schöne Dinge wichtig. Und nur wenn du Wünsche erfüllst, steigen dann, ja, das sind halt, das werde ich euch dann auch später zeigen, wie das mit der ganzen Laufbahn ist und der Zufriedenheit und all sowas. So, ich lasse es jetzt einfach mal so. Hier. Also hier oben. Hier können wir nichts machen. So. Ich setze mal alles auf 0. Hey, setzt sich das daraus zusammen? Was ist so Schwachsinn. Darf ich aber immer noch selber bestimmen, oder? Ach, das ist doch doof. Das passt alles nicht so unbedingt, aber lassen wir das mal so. So, was gefällt mir denn nicht? Parfüm, Gestank. Was? Beliebtheit. Okay, aber warum ist dann da so ein... Ist ja wieder. Hat Fitness, Abendkleidung, Badekleidung. Tja, was mag ich denn nicht? Ja, ich glaube, das macht keiner. Was haben wir noch? Beliebtheit. Auch Vampire. Naja, geht, ne? Ne, wie so ein Clown so, oder? Hä? Ne, warte mal. Ach so, das sind... Okay, da habe ich was verwechselt. Keine Ahnung, es ist ja nur Müll dabei. Nutzerdefiniertes Haar, ja, ist natürlich toll. Also kann man das doch noch einfärben? Naja, ist auch wieder. Ja, keine Ahnung, was willst du denn nehmen? Das ist doch alles im Prinzip Schwachsinn. Woher gibt das denn Sinn? Ja, von mir aus. Keine Ahnung. Blonde Haare. Ja. Ja, Antörner halt, wo man sich hingezogen fühlt. Und ja, Abtörner, wo man sich halt nicht hingezogen fühlt. So. Du chill mal hier.